Hallo und herzlich willkommen hier in meiner Sendeküche in San Francisco. In diesem Video wird sich alles um Lautsprecher drehen. Das heißt, ich möchte euch ein bisschen dabei helfen, eure neuen Lieblingslautsprecher zu finden. Denn wie ihr wahrscheinlich wisst, ist das gar nicht so einfach. Ja, wenn ihr zum Beispiel hier auf so eine Seite wie Rolex schaut, dann bekommt ihr da unheimlich viele sehr, sehr unterschiedliche Angebote. Und ihr fragt euch wahrscheinlich, ja, aber was ist denn jetzt das Beste? Ja. Und was ist eigentlich das Beste für mich? Und was haben eigentlich all diese Begriffe zu sagen? Ja, was ist ein Standlautsprecher und was ist ein Subwoofer und was ist eine Soundbar und so weiter und so fort? Und genau darum soll es in diesem Video gehen. Die erste Frage, die ihr euch stellen müsst, bevor ihr euch einen Lautsprecher aussuchen könnt, ist, wofür wollt ihr sie verwenden? Und zwar sehe ich da zwei hauptsächliche Anwendungsfälle. Das eine ist, ihr seid Hi-Fi-Musikfan. Ihr wollt hauptsächlich Musik hören und das auf ein neues Niveau bringen. Und dann habt ihr ganz andere Anforderungen an einen Lautsprecher, als wenn ihr zum Beispiel, und das ist die andere Variante, ein Heimkinosystem haben wollt. Also wenn ihr hauptsächlich Filme und TV-Serien schauen wollt und das Gefühl habt, ja, ich habe zwar schon einen tollen Fernseher vielleicht und ihr habt vielleicht sogar einen Beamer, aber das ist nicht so das richtige Kinogefühl. Das ist nicht so, wie ich das aus dem Kino kenne, einfach weil eben das Sound so ein bisschen einfach nicht da ist, wo er sein könnte. Ne? Und dafür gibt es eben eine ganze Menge unterschiedlicher Lösungen. So, das ist die erste Frage, die ihr euch stellt. Und ihr seht das, ich werde das hier so ein bisschen an der Website dieses Herstellers Canton aus Deutschland festmachen. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich jetzt sage, dass das jetzt die besten Lautsprecher sind. Es gibt ja etliche andere Hersteller und ihr findet die ja auf euronext.de auch. Aber deren Website ist eben ganz hübsch und man kann es da ganz gut erklären. Und hier seht ihr eben auch schon zum Beispiel in der Navigation oben, hier gibt es eben Hi-Fi und hier gibt es auch Home Cinema. Ja, und daraus seht ihr eben auch schon, dass die selbst auch diese Unterscheidung machen. Und hier seht ihr eben den Hi-Fi-Bereich. Das hier sind eben Standlautsprecher, ja, die so groß sind, dass man sie eben auf den Boden stellt und wo die eigentlichen Lautsprecher eben im oberen Teil eingebaut sind, ja, die eben dadurch auch einen satteren Klang haben, dass sie eben so einen großen Klangkörper haben und so weiter und so fort. Aber ihr seht hier rechts an der Seite eben auch so die unterschiedlichen Bauformen. Ja, das sind alles Lautsprecher, die für Hi-Fi auch geeignet sein können. Und da komme ich eben zum zweiten Punkt, den ihr klären müsst, bevor ihr euch überhaupt auf die Suche machen könnt, ist, wie ist euer Raum beschaffen, in dem die Lautsprecher aufgestellt werden. Bei Hi-Fi ist das zum Beispiel das Problem, dass ihr euch nicht einfach die größten und ja, die mächtigsten Lautsprecher anschaffen solltet, die ihr euch irgendwie leisten könnt, ja, oder die eben halt in Testberichten ganz toll abschneiden. Das nützt eben nichts, wenn ihr riesige Lautsprecher in einem kleinen Raum aufstellt, dann werdet ihr daran nicht viel Freude haben. Glaubt's mir einfach. Ja, es ist einfach, man muss die richtigen Lautsprecher für den Raum finden, den man zur Verfügung hat. Und dabei geht es eben zum einen darum, wie viel Platz man insgesamt hat, wie groß der Raum ist, aber auch, wie man die Lautsprecher aufstellen kann. Lautsprecher haben unterschiedliche Charakteristiken, unterschiedliche Stärken und Schwächen. Manche kann man dicht an eine Wand stellen, die meisten sollte man eher nicht so dicht an eine Wand stellen, ja. Lautsprecher brauchen eben so ein bisschen Platz um sich herum, weil sie ja nicht nur nach vorne abstrahlen, sondern auch nach hinten oder auch das Gehäuse selber abstrahlt und so weiter und schallen sich ja nun mal nicht einfach gerichtet nach vorne verbreitet, sondern eben in unterschiedliche Richtungen. Deswegen spielt der Raum eine unheimlich große Rolle und das wird von vielen unterschätzt. Und man sollte die Lautsprecher danach ausrichten. Das gilt für Hi-Fi, das gilt aber erst recht fürs Heimkinosystem, das ihr euch anschaffen wollt. Denn was nützt es, wenn ihr euch ein umfangreiches Heimkinosystem mit 6 Lautsprechern oder mehr anschafft und ihr am Ende gar nicht den Platz dafür habt, um sie korrekt aufzustellen? Dann ist es am Ende besser, ihr schafft euch ein kleineres System mit weniger Lautsprechern an, aber die könnt ihr dann tatsächlich auch korrekt im Raum verteilen. Oder ihr schafft euch ein System an, das beispielsweise darauf ausgerichtet ist, dass ihr eben euren Raum nicht perfekt als Heimkino einrichten könnt. Das ist ja alles ganz anders, wenn ihr einen eigenen Raum habt, nur fürs Heimkino, wo ihr sagen könnt, wir bauen das jetzt genau so hin, wie sich das gehört. Ja, wo man dann sagt, der Hörplatz, der Schauplatz, da wo man sich hinsetzt, um den Film zu schauen, der ist in der Mitte des Raumes ein bisschen nach hinten versetzt, ja, aber eben nicht an der Rückwand. Und viele Wohnzimmer sind ja nun mal so eingerichtet, dass irgendwie das Sofa irgendwie
an einer Wand steht. Und das ist eben für Sound, für Klang und gerade für Surround Sound im Heimkino einfach nicht gut. Ja, es ist eben halt einfach nicht, keine wirklich gute Lösung. Aber man kann damit dann auch irgendwie arbeiten, da muss man eben Kompromisse eingehen. Aber da muss man sich auch von vornherein das richtige System anschaffen. Und ihr seht eben hier Heimkino, hier seht ihr zum Beispiel etwas, das, ich habe es jetzt nicht nachgesehen, aber das könnte zum Beispiel eine Soundbar sein. Ja? Kann ich euch gleich auch noch ein paar Beispiele beim Angebot von Auronics zeigen. Soundbar bedeutet eben, dass ihr einen Lautsprecher unter oder meinetwegen auch über dem Fernseher habt, der eben schon doch wesentliche Klangverbesserungen bringt zu dem, was ihr im Fernseher mitgeliefert bekommt. Und dann habt ihr in der Regel auch noch einen Subwoofer an der Seite. Und das ist eben ein Lautsprecher, der eben für die tiefen Töne zuständig ist. Das sind diese Geräte hier, ja. Die könnt ihr relativ frei im Raum verteilen. Da gibt es natürlich auch gewisse Regeln und das muss man halt auch ausprobieren. Man sollte die nicht in eine Ecke quetschen und damit man auch wirklich was von den Bässen an dem Platz hat, an dem man sitzt, müssen sie auch schon an einer bestimmten Stelle stehen. Aber man ist ein bisschen flexibler, ja, als mit den anderen Boxen. Und wenn ihr halt eine Soundbar habt, dann müsst ihr eben nicht zig Boxen irgendwie rund um euch herum verteilen. Das ist eben einfach besser, das wirklich sich anzuschauen, was kann ich in meinem Raum machen und dann ein passendes System dafür zu kaufen, als umgekehrt sich irgendwie ein System auszusuchen, von dem man gelesen hat, dass es ganz super ist und was das einem irgendwie aus anderen Gründen ganz toll gefällt. Und dann kann man es aber in dem Raum, den man hat, nicht vernünftig platzieren. Und dann sage ich euch, werdet ihr davon nicht viel haben. Schauen wir mal nochmal ganz kurz hier auf der Euronics-Seite zum Schluss, um nochmal die verschiedenen Arten von Lautsprechern nochmal durchzugehen. Stand- und Regallautsprecher, das sind eben so die großen. Regallautsprecher meint eben eigentlich so kompakt kleine Lautsprecher. Es ist in der Regel ehrlich gesagt nicht empfohlen, sie tatsächlich in einem Regal unterzubringen. Da müsst ihr noch ein paar andere Sachen beachten. Das würde jetzt aber zu weit führen. Es gibt auch Lautsprecher, die wirklich dafür gemacht sind, dass man sie auch in einem Regal unterbringen kann. Aber trotzdem gibt es da einige Dinge dann zu beachten, wenn ihr sie dort aufstellen wollt. Standlautsprecher sind, wie gesagt, diese großen, die eben auf dem Boden stehen. Bei den Kompaktlautsprechern wird auf jeden Fall ein Ständer empfohlen oder eine Wandhalterung. Ein Ständer ist halt irgendwie besser, weil man sie dann freier platzieren kann. Dann habt ihr eben diese Heimkinosysteme, ja, mit unterschiedlichen Anzahlen von eben Boxen, von Kanälen, ja, mit diesen relativ kleinen Lautsprechern, die ihr eben dann entsprechend im Raum verteilen müsst, solltet. Subwoofer hatte ich schon genannt, das sind eben die, die eben für die Tieftöne sorgen. Und die Soundbars, die hatte ich eben euch ja schon genannt als eine Lösung, falls ihr eben nicht so viel Platz habt oder eben einfach nicht so viele Lautsprecher im Raum verteilen wollt, dann ist das eine gute Lösung, um auf alle Fälle schon mal einen besseren Klang hinzubekommen, als der Fernseher euch mitliefert, in den ihr bei euch zu Hause vielleicht schon stehen habt. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch das schon ein bisschen weitergeholfen hat. Das sind aus meiner Sicht die wichtigsten Fragen, die ihr am Anfang erstmal klären müsst, euch erstmal klar darüber werden müsst. Was wollt ihr hauptsächlich machen? Was ist euch? Wollt ihr hauptsächlich Musik hören und ab und zu auch mal einen Film schauen? Oder geht es euch um das Film- und Serienerlebnis und Musik spielt eben eine nachrangige Rolle? Das ist eine wichtige Entscheidung und dann schaut euch ganz klar an, was habt ihr an Platz zur Verfügung, wie groß ist der Raum, wie könnt ihr die Lautsprecher aufstellen, wie gut könnt ihr zum Beispiel ein Heimkinosystem verteilen. Das sind die beiden erstmal die wichtigsten Fragen, die ihr klären solltet und dann könnt ihr weiter in die Recherche einsteigen und schauen, okay, was gibt es denn da? Ja, was sind denn jetzt die Systeme, was sind jetzt die Lautsprecher, die am besten zu dem Raum passen und zu dem passen, was ich machen möchte. Das soll es erstmal gewesen sein. Ich habe in dieser Woche, wo ich dieses Video aufnehme, ein umfangreiches Spezial geschrieben, wo ihr das alles nochmal nachlesen könnt, wo ich auch noch viele Tipps und Tricks habe dazu, wo es um das Aufstellen der Lautsprecher geht, mit vielen Grundregeln und vielen Anleitungen dazu, die so grundlegend den Leuten gerne mitgegeben werden. Das könnt ihr euch dann gerne nochmal anschauen. Den Link dazu werdet ihr, sobald das bei euronics.de online ist, unter diesem Video auf YouTube finden. In diesem Sinne verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal an dieser Stelle. Auf Wiedersehen. Achso, ja, und bevor ich das vergesse, also wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr über einen Klick auf den Daumen nach oben bei YouTube hier unter mir, denn das hilft mir sehr weiter.
Und falls ihr solche und andere Videos gerne regelmäßig sehen wollt, dann klickt doch einfach auf diesen großen Subscribe-Button, den ich euch hier unter mir einfach mal eingeblendet habe. Einfach mal draufklicken und dann könnt ihr den Kanal von Euronext abonnieren. Und da gibt es, wie gesagt, mich und auch viele andere Leute, die dort interessante Sachen reinstellen. Genau, und das macht ihr jetzt einfach und ich mache Feierabend. Gut. Jo, das war das. Jo, okay, das ist ja... ihr seid immer noch da. Also, ich meinte jetzt diesen einfach auf den Subscribe-Button klicken. Na gut, ich meine, ihr könnt euch das ja überlegen und dann einfach nächstes Mal.